Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 11, unterwegs in den Ybbstaler Alpen. Hallo liebe Individualisten, herzlich willkommen zur Folge 11. Ich war am Donnerstag, dem Feiertag von Leichnam, mit den Schlitten unten unterwegs, so wie schon letzte Woche angekündigt. Und ja, das möchte ich euch heute ein bisschen erzählen. Allerdings kurz noch vorweg vielleicht eine kleine Info dazu zur allgemeinen Wettersituation bei uns momentan. Es regnet seit Tagen ununterbrochen und wirklich wie blöd. Wir haben heute am Sonntag, wo ich das Ganze jetzt gerade aufnehme, alleine im Bezirk Amstetten im westlichen Niederösterreich sage und schreibe 26 Feuerwehren im Hochwassereinsatz. Also die Situation ist momentan wieder ganz, ganz schlimm und dementsprechend war natürlich auch das Wetter dann am Donnerstag bei unserer Wanderung. Das Ganze hat stattgefunden in Göstling an der Ybbs, eben genau in dem Bezirk Amstetten. Und es war eigentlich so, dass ich daheim weggefahren bin. Es war eigentlich trocken, es war nicht sonnig, es war nicht schön, aber es war zumindest trocken. Und so ab Scheibs in etwa, wie ich dann die B25 entlang gefahren bin, hat es dann zu regnen begonnen und das hat sich dann auch bis Göstling dann nicht mehr geändert. Das heißt, wir sind dann wirklich die komplette Strecke im Regen marschiert, was natürlich eher ein bisschen unlustig war, aber okay, gegen das Wetter kann man halt nichts tun. Das kann nur einer ändern und der sitzt weit über uns. Ist halt so, so sagt man zumindestens. Und ja, somit müssen wir uns mit dem halt einfach abfinden, wie das Wetter halt ist. Leider ist auch die neue Regenschutzbekleidung noch nicht gekommen. Das ist sich leider nicht mehr ausgegangen. Die ist zwar jetzt schon am Weg, aber das ging sich leider nicht mehr aus. Sprich, neue Regenjacke und Regenhose. Und das hat natürlich zur Folge gehabt, dass ich wieder mit der alten Regenjacke gehen musste und die war natürlich nach einer guten Viertelstunde wieder komplett durch. Aber ich habe in weiser Voraussicht mir noch einen Fleece-Pulli drunter gezogen unter der Jacke und somit war das dann auch nicht mehr so dramatisch. Also ich bin jetzt nicht wirklich bis auf die Haut nass geworden, das hat dann schon halbwegs funktioniert. Ja, ich bin dann eben am Donnerstag in der Früh weggefahren nach Göstling und wir haben uns dort um kurz vor 10 Uhr getroffen am Parkplatz vor dem Tourismusverein von Göstling und sind dort dann kurz nach 10 Uhr losmarschiert. Zuerst ein Stück durch Göstling durch und dann kam gleich mal der erste gröbere Anstieg hinauf auf den Sonnenwendkogel bzw. Richtung Steinbachboden. Dazu muss man sagen, dass natürlich das Göstling in der Nähe vom Ötscher liegt, also einem der höchsten Berge in Niederösterreich und auch einem sehr markanten Berg in Niederösterreich. Und dass dementsprechend dort natürlich auch die rundherum befindliche Topografie entsprechend ausschaut. Das heißt, es sind dort einfach Berge mit steilen Flanken und dementsprechenden Anstiegen hinauf vorhanden. Und einen solchen Anstieg hatten wir da eben auch. Wir sind entlang gegangen grundsätzlich dem Rundwanderweg 6 von Göstling, der, muss ich an dieser Stelle wirklich sagen, hervorragend markiert war. Also das war wirklich super, da gab es keine fehlende Markierung oder irgendwas, das war wirklich durchgängig, sauber und gut markiert, gut zu finden. Also wir haben kein einziges Mal auf das GPS oder die Karte schauen brauchen, weil wir gewusst haben, okay, Weg 6 entlang. Und der war wirklich so gut angeschrieben, dass da eigentlich weiter gar nichts irgendwie erforderlich gewesen wäre, dass wir da irgendwas noch zusätzlich gebraucht hätten. GPS ist natürlich mitgelaufen, klar, aber war dann eigentlich nur, im Nachhinein betrachtet, nur mehr für die Auswertung eigentlich, für die gegangene Strecke dann irgendwie erforderlich oder relevant. Es ging also dann hinauf auf den Sonnenwendkogel in Richtung Steinbachboden. Und das war wirklich ein richtig heftiger Anstieg. So die ersten 1,5, vielleicht 2 Kilometer waren wirklich heavy. Also das war wirklich schön Serpentinenweg hinauf und zwar ein wunderschöner Pfad, ein wunderschöner Weg durch den Wald.
leider bedingt durch das Wetter ziemlich rutschig und gatschig. Das ist natürlich erschwerend hinzugekommen. Das hat es natürlich nicht unbedingt besser gemacht. Aber so ein schöner Weg, nur schon sehr, sehr steil. Und das hat sich schon ziemlich zart drauf. Also das war nicht ganz ohne. Es haben dann im Verlauf von diesem ersten Anstieg auch zwei von unseren Teilnehmern dann auch den Weg abgebrochen, weil es einfach, ja, aufgrund verschiedenster Umstände nicht zu machen war. Nichtsdestotrotz sind die restlichen vier Teilnehmer inklusive mir weitermarschiert und wir sind dann von der Blockhütte, die am Ende dieses Serpentinenwegs einmal oben steht, mal weitergegangen über die Forststraße, weiter dem Wanderweg Nummer 6 entlang, den einen Aussichtspunkt am Sonnenwindkogel haben wir dann ausgelassen, weil wir eigentlich alle gesagt haben, irgendwie das Wetter war jetzt nicht so toll, die Fernsicht auch nicht wirklich. Das heißt, das war dann einfach ja ein Weg, den wir uns sparen haben können, weil es unnötig war, weil man sowieso nichts gesehen hätte. Ja, wir sind dann die Vorstraße entlang weiter über den Steinbachboden in Richtung dem Stiegengraben. Und der Stiegengraben ist dann sozusagen das Gegenstück wieder hinunter, allerdings nicht über so viele Serpentinen und vor allen Dingen über eine Forststraße. Das heißt, das ist zumindest vom Untergrund her deutlich besser gewesen und nicht ganz so rutschig. Allerdings mit den ziehenden Hunden trotzdem nicht ganz ohne. Also auch das ging dann schon ganz schön in die Knie und in die Oberschenkel und so weiter und so fort. Ziemlich ein kraftraubender Abstieg. Und wenn man dann durch den Stiegengraben hinunterkommt, geht man auch ein Stück durch einen Tunnel durch, durch einen handgehauenen, gesprengten Tunnel. Das heißt, der ist wirklich nur durch den Fels getrieben, nicht verkleidet, nicht beleuchtet, gar nichts. Durch den geht es dann durch, eben hinunter, bis ja eigentlich wieder Niveau von der Bundesstraße 25. Und dort kommt man dann beim Hotel Waldesruh raus, das an diesem Tag allerdings geschlossen war. Und wir sind dann von dort weiter über die Yps drüber und haben uns dann auf den Weg gemacht hinauf zur Schöckelreit bzw. dem Goldaugraben. Das heißt, wir hatten dann da wieder einen Anstieg dann auf der anderen Talseite sozusagen hinauf in Richtung Ypstaler Hütte. Zu der Hütte kann ich euch dann auch in den Shownotes noch eine Wandertour verlinken, die wir vor einiger Zeit gemacht haben. Die ja ist auch dort in der Nähe dann vorbeigekommen, allerdings nicht genau an dieser Stelle. Ja, und wir sind da dann rauf und haben eigentlich kurz nachdem wir wieder in den Wald gekommen sind, gleich mal die erste Hürde gehabt, einen ja Überstieg über einen Stacheldrahtzaun, der natürlich mit den Hunden ein bisschen eine Herausforderung war, einfach deswegen, weil man irgendwie schauen hat müssen, dass man die Hunde da durch den Stacheldraht durchbringt, dann drüber steigen, auf der anderen Seite den Hund wieder nehmen, damit man dann weitergehen kann. Das hat aber noch ja im Teamwork, sage ich mal, ganz gut funktioniert. Und wir sind dann weiter hinauf, eben weiter Richtung Schöckelreit, dem Wanderweg entlang, und kommen dann an den ersten Weidezaun, wo wir dann natürlich schon mal das erste bisschen ungute Gefühl hatten, weil wir natürlich dann gewusst haben, okay, das ist irgendwie Weidegebiet und da kann es uns natürlich passieren, wenn da jetzt die Zäune aufgestellt sind, was bei der Streckensondierung eben noch nicht der Fall war, dass da natürlich die Rinder entsprechend schon aufgetrieben worden sind, was mit den Hunden mitunter zu einer interessanten Herausforderung werden kann. Und wir sind aber dann weiter, sind dann noch an dem nächsten Weidezaun vorbeigekommen, da sind wir dann auch noch durch und sind dann auf eine schöne Almwiese gekommen, das war so eigentlich sehr schön. Nachdem wir den steilen, rutschigen, teilweise vom Wasser überflossenen Aufstieg hinter uns gebracht haben und standen aber dann plötzlich vor drei Kühen. Und haben uns dann gedacht, okay, schlecht, weil die sind wirklich mitten am Weg gestanden, also
kein Vorbeikommen, mit den Hunden schon gar nicht. Und das Problem ist ja bei den Kühen, dass die Kühe vor den Hunden nicht flüchten, sondern im Gegenteil, die stellen die Hunde bzw. gehen eigentlich sogar in Angriff über. Das heißt, die gehen dann quasi auf die Hunde los. Und die haben uns mal angeschaut und während wir noch so überlegt haben, was wir jetzt tun und ob wir vielleicht über eine andere Forststraße, die da abgezweigt ist, dann vielleicht weiterkommen könnten, ja, haben sich diese drei Kühe halt in den Kopf gesetzt, dass sie auf uns zukommen und so quasi ein bisschen irgendwie, ja, quasi die Initiative ergreifen und da jetzt irgendwie auf die Hunde zugehen, losgehen, wie auch immer. Woraufhin wir da mal den Rückzug angetreten haben und da mal geschaut haben, dass wir mal aus dieser Alm rauskommen, durch den nächsten Weidezaun. Das war dann auch schnell erledigt und dann haben wir das mal hinter uns gehabt und dann haben wir einfach mal überlegt, okay, was tun? Und wir haben uns dann entschlossen, dass wir zurückgehen runter auf die Bundesstraße, allerdings über einen anderen Weg, nämlich eine asphaltierte Straße, die zu dieser Alm da hinaufgeführt hat, zu diesem Bergbauernhof oder wie immer man das jetzt bezeichnen will. Und von dort dann einfach parallel zur Bundesstraße dann einfach zurückgehen nach Gößling. Das waren dann, ja, circa noch sowas um die 4 Kilometer, die wir da dann noch zurückgegangen sind nach Gößling. Und das hat dann auch soweit wunderbar funktioniert. Es hat dann leider wieder ein bisschen stärker zum Regnen angefangen, nachdem es zwischendurch fast aufgehört gehabt hat. Und ja, wir waren dann eigentlich alle ziemlich nass, wie wir wieder zurückgekommen sind am Parkplatz nach Gößling. Und ja, war aber auch nicht so dramatisch, weil wir hatten sowieso noch vor, dass wir uns dann noch in einem Gasthof treffen, nämlich dem Gasthof Mandl, der dort ganz in der Nähe ist. Also der ist im Prinzip genau an der Kreuzung, wo von der Bundesstraße die Straße Richtung, ich glaube am Stetten oder was das darauf ist, abzweigt. Und genau in dieser Ecke ist dieser Gasthof eben drinnen und nennt sich irgendwie, glaube ich, auch Rafting-Treffer oder so. Also man kann, die bieten dort eben auch Rafting-Touren und solches Zeug an. Von dem her kommt das. Und ja, dort wollte man sowieso noch reingehen, weil das sind eben die beiden, die was die Tour vorher abgebrochen haben, sind dort schon drin gesessen. Und dort wollten wir dann sowieso hin und mit, ja, sind wir dann eben warm gesessen, war das auch nicht so tragisch, dass wir ein bisschen nass geworden sind. Das war auch jetzt nicht so dramatisch. Also wie gesagt, bei mir war es halt so, die Jacke ist zwar komplett durchgegangen, aber durch den Fleecebully, den ich angehabt habe, war das jetzt auch nicht so das Problem, weil, ja, war halt der Bulli außen ein bisschen feucht noch, aber damit war die Sache dann eigentlich auch schon wieder erledigt. Ja, und dann sind wir zu dem Gasthof eben rein, haben dort, muss ich wirklich sagen, sehr gut gegessen. Preise waren auch ganz okay. Könnte man jetzt sicherlich ein bisschen billiger haben, aber ich sag mal, für die Portionen, wie groß die waren und das Essen war wirklich gut, also das war in Ordnung. Auch die Preise für die Getränke waren absolut in Ordnung, also da gibt's auch nichts zum Meckern. Ja, und dort sind wir dann noch, ja, 2-2,5 Stunden gesessen, haben noch den Tag gemütlich ausklingen lassen und sind dann so schön langsam wieder aufgebrochen auf den Heimweg. Und da hatte ich dann kurz nach der Ortsausfahrt aus Gößling raus, gleich mal wieder, also Richtung Scheibs zurück, wieder so ein Erlebnis, wo ich mir wieder gedacht habe, Leute, was führt sie eigentlich auf der Straße? Ich komme auf der Bundesstraße, auf der bevorrangten Bundesstraße, dort ist Geschwindigkeitsbeschränkung mit 70 Stundenkilometer, soweit so schön, ich bin auch ziemlich genau diese 70 Stundenkilometer gefahren, fahre die Bundesstraße entlang, es hat natürlich geregnet und so weiter und so fort. Und auf einmal kommt aus einem Seitenweg, ja, es war eigentlich ein besserer Güterweg oder so, also recht viel mehr war das nicht, kommt auf einmal irgendein roter Kombi rausgeschossen, kann nicht mal wirklich sagen, was das jetzt genau für eine Marke war, keine Ahnung, das habe ich in der kurzen Zeit gar nicht realisiert. Und kommt da wirklich raus mit einem, für mich, eigentlich für diese schmale Straße, was das war, eigentlich einen unglaublichen Tempo und fahrt wirklich ungebremst auf die Bundesstraße raus und Richtung Gößling. Und
bin dort wirklich in die Eisen gestiegen, habe mich dort zusammengebremst, alles, was das Auto irgendwie hergegeben hat. Und es ist sicher knapp ausgegangen, dass ich diesen Wahnsinnigen nicht erwischt habe. Und da habe ich mir halt irgendwie schon gedacht, so, hallo, geht's noch? Ich meine, muss das sein? Ich muss doch dort so nicht rausdonnern, ohne schauen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich bin halt dort kein 30er gefahren, ja. Warum auch? Ich meine, die Straße dort, die Bundesstraße ist breit, die ist bevorrangt. Da ist Geschwindigkeitsbeschränkung 70. Und ich habe jetzt kein Problem grundsätzlich dringend gesehen, dort 70 zu fahren, weil von der Straße her wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Und wie man gesehen hat, ich habe es halt auch da bremst. Also es ist sicher dann ausgegangen. Nur war es halt einfach so, dass der dort wirklich so rausgezogen ist, ohne Schauen, ohne irgendwas, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich weiß nicht, was er geglaubt hat oder ob er einfach dem das wurscht war oder der einfach nicht geschaut hat oder keine Ahnung. Also ich habe Lichtauftritt gehabt und alles. Also er muss mich auch grundsätzlich gesehen haben, wenn er geschaut hat. Wenn ihm die Zeit dazu geblieben ist zumindestens. Also keine Ahnung, was mit dem Typen los war, aber okay, war halt so, ist Gott sei Dank gut ausgegangen. Aber das war natürlich wieder so eine Aktion, wo ich mir gedacht habe, super, Leiwand, wenn ich mir da das Auto zusammenreiß, wird mein Chef auch eine Freude haben, wenn ich das Firmenauto zusammenhaue, ne? Auch wenn ich gar nicht dran schuld wäre, aber hilft ja nichts, das Auto wäre dann trotzdem hin. Und der Schaden wäre beträchtlich an dem Auto, also rein von den Kosten her ist. Und ja, finde ich einfach absolut seltsam, was der Typ da aufgeführt hat. Also keine Ahnung, was dem da eingefallen ist. Was weiß ich. Ja, der restliche Heimweg war zwar verregnet, aber war soweit eigentlich ganz okay. Ist auch weiter nichts passiert. Nur, wie gesagt, es regnet immer noch, also auch heute am Sonntag noch immer. Und die Hochwasserlage wird jetzt wirklich schon langsam prekär. Also auch entlang der Donau wird es jetzt nach und nach die Pegel steigen und steigen. Wir haben eine Prognose für die Donau in der Wachau mit 10 Meter Wasserpegel. Das ist schon relativ heftig. Also das ist so ein, ja, Größenordnung 30-jähriges Hochwasser oder so. Also das ist schon wieder eine eher etwas unlustige Situation, das Ganze, aber okay. Auch in Steyr, wo ich gestern war, in Oberösterreich, bei einer Hochzeit von einem Arbeitskollegen, auch da war die Strandpromenade schon wieder gesperrt, wie üblich in Steyr. Das ist so das erste Hochwasseranzeichen eigentlich bei uns in der östlicheren Region von Österreich. Steyr ist so ziemlich der erste Punkt, wo irgendwie hochwassermäßig was gesperrt wird, meistens. Also das ist so, da weiß man, aha, okay, es geht wieder los. Ja, ich hoffe auf alle Fälle, dass sich das jetzt dann wettermäßig bald einmal bessert, weil wir haben immerhin mittlerweile den 2. Juni und es schifft aus Kübeln. Und wir haben, ich weiß nicht, 12, 13 Grad, wenn es hoch hergeht. Und es ist irgendwie für die Jahreszeit irgendwie absolut unlustig. Und vor allen Dingen ist es auch ziemlich unlustig, da irgendwelche Touren zu machen bei dem Wetter. Und ich will da irgendwie endlich mal wieder Sonne. Ja, es muss nicht warm werden, aber ich will zumindest trockenes Wetter mit ein bisschen Sonne zwischendurch. Das wäre schon mal nicht schlecht. Aber ich hoffe, dass sich das vielleicht nächste Woche dann schon mal bessert und dass wir dann da wieder vernünftig was machen können. Dass wir dann mal trocken bleiben wieder und nicht ständig irgendwo im Regen und bei Temperaturen wie im März herumrennen müssen. Jo, in diesem Sinne bin ich eh schon wieder bei fast 20 Minuten angekommen. Ist eh schon wieder lang genug eigentlich. Ich wünsche euch schon mal eine schöne Woche auf alle Fälle. Wünsche euch auch viel Spaß bei euren Touren und sonstigen Unternehmungen, was ihr macht. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at